Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar spielen wir Tales of Berseria. Das Spiel wurde mir mehrfach empfohlen, beziehungsweise hier und da mal immer gesagt, hier sollte ich doch auch mal spielen. Und ich habe mich dazu entschlossen, es tatsächlich zu spielen. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was das Spiel so bereithält. Wir spielen es mit der japanischen Synchro. Ich glaube, das macht Sinn, weil ich mag die japanische Synchro, gerade in Rollenspielen finde ich sie immer ziemlich cool. Gerade auch wenn was Emotionen und so weiter angeht. Und noch eine Sache, die ihr gerne machen könnt, wenn ihr unbedingt Lust drauf habt, würde mich natürlich sehr freuen, und zwar ist es, im Video einen Daumen nach oben zu geben, generell meinen Videos Daumen nach oben. Auch wenn ihr mal nicht wisst, was ihr in den Kommentaren schreiben sollt, einfach ein ganz simpel Daumen nach oben, das ist ein Klick und es gibt mir so viel Motivation, mich hinzusetzen und einfach weiter aufzunehmen. Das ist immer das mit das beste Gefühl, wenn ich sehe, dass die Videos euch gefallen. Wenn ihr Kommentare schreibt, gerade jetzt zu diesem Spiel, was Hinweise, Tipps oder sonstiges angeht, bitte versucht, so gut es geht, nicht zu spoilern. Ist bei Tipps immer ein bisschen schwierig, aber versucht nicht immer gleich reinzuschreiben, was denn auch passiert. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, geh doch mal oder red mal mit Person B, dann schreibt nicht noch gleich rein, dass die Person B mir irgendeine Waffe gibt oder irgendein Item oder sonstiges. Versucht das immer so verdeckt wie möglich zu schreiben, so versteckt wie möglich, damit ich immer noch die Überraschung habe, weil ich spiele das Spiel komplett blind. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, ich habe keine Videos zum Spiel gesehen und ich möchte meine Erfahrung mit euch teilen, meine Ersterfahrung. Bitte respektiert das wäre sehr, sehr nett. Und eine Folge wird 30 Minuten ungefähr gehen, so viel peile ich an. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und es soll jeden Tag dann noch eine Folge geben. Ich glaube, dazu wäre jetzt alles gesagt. Sound weiß ich nicht, ich habe hier keine Soundeinstellungen. Deswegen werde ich in der Nachbearbeitung sehen, wie der Sound ist. Er sollte jetzt okay sein, werde ich aber dann, wie gesagt, in der Nachbearbeitung sehen. Für die Leute, die dann trotzdem irgendwas stört am Sound oder sonstiges, einfach gerne in die Kommentare schreiben und ich werde dann darauf auch ein Augenmerk legen, das soweit anzupassen, damit das für den Zuschauer doch auch das beste Gefühl beim Zuschauen rüberkommt. So viel zum Beginn und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Aha, das sieht doch nett aus. Kampfschwierigkeit, lassen wir auf normal. Eingabepuffer. Passt die Zeitspanne an, während der bei einer Combo Befehle gespeichert werden können. Okay, muss ich halt testen. Kann ich jetzt noch nichts mit anfangen. Legt Objekte als Menüverknüpfung fest. Das ist die Taste da, Arte da. Okay, ich lasse das mal, weil ich jetzt noch nicht weiß, was das alles soweit macht. Muss ich mir dann alles nachträglich anschauen. Geschwindigkeit genauso, kann ich aktuell alles nicht beurteilen. Tonausgabe, Stereo, Lautstärke. Ach, hier haben wir den Sound. Das ist ja schön. Hätte ich natürlich jetzt gern vorher gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das nachträglich noch ändern kann. Ich lasse den Sound jetzt erstmal so, wie er ist. Videosequenzen passt, Sprache passt. Ja, wie gesagt, das lasse ich jetzt alles einfach mal. Das muss ich dann in der Nachbearbeitung sehen. Spiel starten. Das Spiel mit diesen Einstellungen beginnen? Ja. すでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。 これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。
俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人が人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その一、作戦は堅実に、対応は柔軟に。分かった、弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。Steuerung. Puh, okay. Hat schon mal sehr, sehr gut angefangen. War ein ziemlich cooles Intro.
Und das sind wohl die drei Charaktere, die wir auch im Intro gesehen haben. Gebietskarte, Kameradistanz ändern, Kamera zurücksetzen, Plauderei beginnen, Menüverknüpfungen, okay, was auch immer man alles machen kann. Abal, Dorf der Sehnsucht. Und wir können auch den Charakter steuern, das ist die hier, das ist anscheinend Velvet, wie wir mitbekommen haben. Ei, okay. Velvet, tatsächlich, Objekte, Arte, Ausrüstung, Phase 1, Phase 2. Gut, ich merke schon, das wird etwas schwieriger. Muss ich mich hart dran gewöhnen. Steuerungsmodus halbautomatisch? Nein, wir machen manuell. Ich will das alles schon selbst bestimmen, auch wenn es vielleicht nicht gut ist. Blutklinge, Verteidigungswerte, Meisterfertigkeit. Okay, ich merke schon, das wird viel. Aber ist ja meistens viel, wenn das Spiel halt noch frisch ist. Muss man sich dran gewöhnen. Später wird das alles wahrscheinlich super easy sein. Objekte, was haben wir denn? Weltkarte, Apfelgelee. Ansonsten Ausrüstungssachen. Das ist Heilung. Und die Weltkarte. Mit X haben wir noch eine Gebietskarte. Das wäre zum Beispiel jetzt das hier gerade. Ich habe hier mehrere Sachen. Ich habe einmal die Tür zum Rausgehen. So, wie immer umschauen. Das ist so mein Motto. Kriegt man auch die Steuerung ein bisschen mit. Prüfen. Ah, es hat ja schon mal geleuchtet. Eine Silbermünze. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ne? Ich denke mal, das ist auch klar. Wir haben hier noch eine Leiter nach oben. Das machen wir auch gleich. Also wir haben gesehen, dass wir... Gumi, was wollte ich sagen? Ja, wir befinden uns wohl so in verschiedenen Zeitsprüngen. In der Anfangszwischensequenz haben wir gesehen, da waren die beiden noch Kinder. Dann hatten wir die eine Zwischensequenz, wo Velvet, denke ich mal, dass es sie war, also würde passen. Da haben wir sie gesehen, wie sie in einem Kerker war. Und dann den einen Wolf besiegt hat und dann mit ihrem Arm den Wolf absorbiert hat, eventuell. Was ziemlich cool war. Und jetzt befinden wir uns aber in einer anderen Zeit, also in der Vergangenheit dann wieder. Das heißt, wir waren einmal stark in der Vergangenheit, dann wahrscheinlich die Gegenwart, wo sie in dem Kerker war. Und jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Eine Minikarte deiner aktuellen Umgebung wird im Bildschirm links oben angezeigt. Hier kannst du die Standorte deines nächsten Ziels von Läden und mehr überprüfen. Gebietskarte. Drücke auf X, um die Gebietskarte anzuzeigen. Im Gegensatz zur Minikarte, die nur deine aktuelle Umgebung anzeigt, zeigt die Gebietskarte die gesamte Region an, in der du dich gerade befindest. Aktuelles Ziel und Ereignisse. Ja, das ist doch schön. Drücke RB, um das aktuelle Ziel der Hauptgeschichte oben rechts anzuzeigen. Die Ereignisliste auf der Gebietskarte zeigt zusätzlich die Ziele und den Fortschritt sowohl in der Hauptgeschichte als auch in den Nebenquests an. Oh, Nebenquests, sehr gut. Die auch angezeigt werden. Gefällt mir. Ja, am besten Ruhewald außerhalb der Stadt. Ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingeredet habe. Oh, da hatten wir noch... ein Ausrufezeichen. Das ist, weil ich mit dem kleinen Jungen noch reden kann. Ja, ich kann auch weiter mit ihm reden. Achso, das war's dann. Okay, sollte ich vielleicht auch immer berücksichtigen, die Ausrufezeichen. Wahrscheinlich kann ich damit Quests oder so freischalten. So, da oben geht's nach draußen. Wahrscheinlich ist da dann der Ruhewald. Aber wir wollen uns trotzdem möglichst umschauen. Ich finde, die Map ist ziemlich cool. Ah, das Blinken sind anscheinend immer Sachen, die ich mitnehmen kann. Muskat. Gehört auf jeden Fall mir. Das heißt, wir halten nach blinkenden Sachen Ausschau. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr gut. So läuft man nicht random immer an Sachen. Wobei ich auch nicht weiß, ob man auch an Sachen, die nicht blinken, man was einsammeln kann. Das wäre zum Beispiel eine Info, die könnte man gerne in die Kommentare schreiben. Wobei es bis jetzt aussieht, als würde nur blinken bedeuten, da ist ein Item. Da noch nicht lang. Ich will erstmal noch hier ein bisschen lang. Das steuert sich schon mal ganz gut. Wenn das die ganze Zeit so bleibt, wäre das ziemlich cool. Aber wir hatten auch noch keinen Fight, ne? Da bin ich auch gespannt. So, ich habe hier so kleine Ruckler. Ich denke mal, die habe nur ich. Das
wird an meinem Monitor liegen. Ich denke nicht, dass sie auch, dass ihr sie sehen könnt. Ich mache immer so ein bisschen rum, damit ich es in der Nachbearbeitung mir mal anschauen kann. Ob ich die dann auch habe, beziehungsweise dann auch im finalen Video, beziehungsweise wenn das Video hochgeladen ist. Gut. So, hier habe ich jetzt nichts mehr gefunden. Ei, okay, wir sind hier immer noch in einem... Wo sind wir jetzt? Oh, wir haben eine Plauderei. Wird unten rechts ganz... ganz kurz angezeigt. Mehrere Dungeons, wohl ein Laden und viel zum Reden. So, いえば、お兄さん、最近夕飯にあれを食べたいって、リクエストしないな。色々物騒で、村の仕事にも借り出されてるし、疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷり、なのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば、疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。 Okay. So, wir haben ja auch andere Charaktere, aber mit denen brauchen wir nicht reden. Ich finde es gut, dass man die Ausrufezeichen auf der Map sieht. Das sagt mir schon mal, mit wem ich immer wohl reden sollte. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann brauche ich nicht jeden anquatschen. Beziehungsweise, wenn ich dann auch einen verpasse, dann liegt es daran, dass ich einfach blind bin. So, hier haben wir zum Beispiel einen. 7年前の買い物の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。寒冷化に危機。何より人間が化け物になっちまうゴーマ病の流行だ。まさか人が、たとえでも何でもない本物の怪物に変わるなんて。ゴーマ病。原因も治療法もわからないのよね。ああ、ただはっきりしてるのは化け物ゴーマになった奴らは 異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。まるで地獄の門が開いてこの世とつながったみたい。開門の人はよく言ったものよね。そういやセリカが亡くなったのも開門の日だったな。お前の姉さんはこんな世界で苦しまずに済んでよかったのかもしれんぞ。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？そんなはずないでしょ。 例え話だよ。すまん。バカだね、この人は。ごめんよ、フェルベット。 Okay, die Schwester von Velvet ist damals gestorben. Mich würde interessieren, ob man frei speichern kann. Das scheint nicht gegeben. Aber einen Speicherpunkt haben wir zum Beispiel auch noch nicht gefunden. Muss ich auch mal ein Auge drauf werfen. Ich will wissen, wie die Dinge aussehen. ライフィセット元気になった？うん、まだちょっとかな。残念。良くなったらまたクワガタを探しに行こうって言っておいて。ええ、よろしくね。ライフィセットの病気だいぶ長いわね。相変わらず周期的に熱が出るの。薬を飲むと少し良くなるんだけど大変ね。何か手伝えることがあったら言って。ありがとう。 けど大丈夫。力仕事は、アーサー兄さんがやってくれるし、それに兄さんが来るまで、セリカ姉さんは一人で私とラフィーを育ててくれたんだから、私も頑張らなきゃ。やっぱり姉妹ね。そういう前向きなところ、セリカにそっくりよ。本当？そうなら嬉しいな。Ich würde noch Nebenquests interessieren. Bin mal gespannt, wann wir da eine bekommen. Ansonsten weiter versuchen, ein bisschen umzuschauen. Da hinten liegt ein Item. Drei Arten von Schatztruhen sind an verschiedenen Orten in der Welt versteckt. Jede Truhe erhält eine von drei Arten von Gegenständen. Kupfertruhen, Verbrauchsgüter. Ach, das ist natürlich nice. Das heißt, man erkennt anhand der Truhe immer, was drin sein kann. Standardausrüstung in Silber und in Gold, außergewöhnliche Ausrüstung. Das heißt, Kupfer sind so... Ja, eigentlich ist alles gut, ne? Aber man erkennt es, wie gesagt, immer anhand der Truhe. Das finde ich schon mal nice. Das heißt, wenn wir eine Truhe sehen, wissen wir schon immer, ah, lohnt es sich da jetzt hinzugehen oder kann ich sie theoretisch ignorieren? Wobei ich bin ja eher der Typ, der natürlich alles einsammelt, wenn möglich.
So, hier haben wir einen Händler. Ich glaube, den können wir uns auch mal anschauen, einfach damit wir wissen, was so abgeht. Kaufen. Apfelgelee können wir kaufen, wir haben aber nur 200 Gold, also lohnt sich's nicht. Ausrüstung. Das ist meine Ausrüstung. Kann ich auch bei ihm? Ah, da oben. Er hat keine. Kein Equipment. Okay. Sieht aber gut aus, schon mal das Händlersystem. Oder Händlerfenster. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Warum sehe ich den erst jetzt auf dem... Das finde ich jetzt ein bisschen schade, warum ich den erst gesehen habe, nachdem ich ihn angelaufen habe. Ähnlich wie die Kiste, wobei Kisten kann ich noch verstehen. Wäre ein bisschen zu krass, wenn die zu schnell angezeigt werden. Aber ich finde, Speicherpunkte können auch so schon angezeigt werden. Finde ich immer ein bisschen praktischer. Aber ist okay, jetzt weiß ich, wie so ein Ding aussieht. Du kannst einen Fortschritt im Spiel speichern, indem du A drückst, wenn du einen Speicherpunkt berührst. Außerdem kannst du beim Erkunden... Okay, das ist jetzt gerade größer... Ja, es wird beim Runterscrollen wird die Schriftart größer. Außerdem kannst du beim Erkunden schnell speichern, indem du D drückst, um auf das Pausenmenü zuzugreifen. Ah, das heißt, wenn ich auf der freien Map bin, kann ich immer speichern. Das ist natürlich nice. Wir erstellen einen neuen Spielstand und haben gespeichert. Ja, okay, muss ich mich dran gewöhnen, wie das aussieht. Jetzt machen wir noch den anderen Ausrufezeichen hier. Das andere Gespräch, da liegt auch noch ein Item. Kupfermünze.大丈夫?家まで送る?なんの?子供扱いするでない。ならいいけど。ああ、ベルベットへ。岬に行くなら気をつけるんじゃぞ。沈めの祠に落ちないようにでしょ?分かってるわよ。子供じゃないんだから。そうじゃった。お前ももう13歳だものな。16なんだけど。 Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie alt Velvet auch ist. Sie ist 16. Was mich auch interessieren würde, ist, ob die Items, die ich finde, also diese Glitzerpunkte, ob die auch irgendwie eine Nachspawn-Zeit haben oder ob das einmalige Items sind. So, jetzt natürlich die Frage, da oben zum Cup oder da unten? Wahrscheinlich unten, ne? Wir laufen mal hin. Sehe ich dann, was für ein Gebiet danach kommt, ohne dass ich reingehe? Ja, ich sehe nur verlassen. Jetzt die Frage, geht's jetzt hier raus oder da unten? Ruhewald. Okay, sind wir richtig. Ich habe hier die Sterne. Sagen mir die Sterne, dass es meine Quest ist. Stachelschweine jagen. Jage Stachelschweine im Ruhewald. Ach, wir sind da unten. Nee, Moment. Dorf der Sehnsucht. Doch, wir sind da unten. Was sagt denn... Was heißt der grüne Punkt? Kann ich irgendwie... Symbollegende... Ja gut, jetzt mache ich diese Legende auf, aber ich sehe nicht, was der grüne Diamant bedeutet. Ist das dein Ernst? Ich will nur wissen, was der Diamant bedeutet. Heißt der, da geht's in einen anderen Abschnitt, oder? Ich dachte immer, das wäre der Abschnitt, wo ich gerade hergekommen bin. Weil da unten... Ach so, ja gut, dann heißt es halt wirklich, da geht's... Ach, okay, das sind so... Ach, eine neue Map geht dann auf, aber die Punkte sind miteinander verknüpft, also es ist immer noch ein Gebiet, ein und dasselbe Gebiet. Okay, nice. Dann wollen wir mal reingehen. Ich glaube, wir können auf jeden Fall in dieser Folge noch ein bisschen fighten. So, wir starten da unten. Ich sehe das schon mal nach rechts. Also, ich finde es cool, dass die ganze Map schon mal offen ist. Also, keine Ahnung, ob das jetzt immer so bleibt. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel, dass unten rechts eine Sackgasse ist. Das heißt, ich werde zuerst hier nach rechts gehen, soweit ich natürlich kann. Ein Erzfragment. Okay, ich komme da nicht lang. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade. Ich wäre jetzt gerne da noch lang gelaufen und mir das angeschaut, aber das ist wahrscheinlich so. Ich bin gespannt, wie das Kampfsystem ist. Ansonsten auch hier nach Glitzersachen Ausschau halten, wie hier zum Beispiel. So, hier kann ich von oben nach unten, aber nicht von unten nach oben. Macht natürlich Sinn. Würde mich wundern, wenn sie drei... Ne, wie viele Meter sind es? Also, ja, gute 5 Meter da hochspringen kann.
Oh, und da haben wir das erste Stachelschwein. Okay, wie reagieren Gegner? Das ist natürlich auch immer sehr interessant. Okay, sie rennen auf mich zu, aber in gerader Linie. Das heißt, man kann sie immer so ein bisschen... bisschen weglocken. Das ist schon mal nice. Kann ich den von hinten angreifen? Ah, schade. Kampftutorial. Ein bisschen laut. Das Ausführen von Combo-Angriffen hängt davon ab, wie viele Seelen die einzelnen Charaktere gerade besitzen. Das sind die Punkte da unten. Seelen, okay. Benutze eine beliebige Kombination aus B, Y, A oder X, um eine 3-Treffer-Kombo auszuführen. Okay. Das heißt, jedes Ding ist immer ein Arte. Und jetzt habe ich keine Punkte mehr. Okay, ich kann auch dashen. Auch das funktioniert. Okay. Wenn du Gegner betäubst, besiegst oder mit Statuskrankheiten belegst, kannst du Seelen erhalten, mit denen du mehr Kombos ausführen kannst. Betäube den Feind, um eine Seele zu erhalten. Okay, das war leicht. Okay, der Kreis ist wahrscheinlich deren Lebensanzeige. Okay, jetzt würde mich halt nur interessieren, wie ich blocken kann. Ah. So funktioniert Blocken. Geil. Also es spielt sich ein bisschen wie ein Hack-and-Slash-Game, so vom Kampfsystem. Kämpfe dauern auch lange, aber es spielt sich gut, muss man sich halt dran gewöhnen. Auch mit dem Blocken habe ich jetzt rausgefunden, das mit den Seelen wird schwierig, sich daran zu gewöhnen. Fleisch eines erlegten Stachelschweins, köstlich und nahrhaft. Wenn du auf dem Schlachtfeld mit einem Gegner in Kontakt triffst, beginnt dein Kampf. Gewinnen kannst du, indem du deine Gegner angreifst und sämtliche ihre KP auf 0 reduzierst. Wenn du das Gefühl hast, einen Kampf nicht gewinnen zu können, kannst du zur Linie am Rand des Schlachtfelds laufen, um die Fluchtanzeige zu erhöhen. Sobald die Anzeige sich füllt, wirst du aus der Begegnung fliehen. Schlachtfelder mit rotem Rand kannst du jedoch nicht entkommen. Ja, vielleicht Bosskämpfe oder so. Cool. Er hat mir gut gefallen. ラフィーと兄さんも村をあげて飼育できればとか話してたけど、問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？ なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし。けど可愛すぎてちょっと食べにくいかも。Ah, da müssen wir rein, okay. Ja, Fragezeichen, ne? Hier ist erstmal zu. Was wollte ich gerade noch machen? Irgendetwas wollte ich mir gerade noch anschauen. Ach, okay. Nee. Doch. Und zwar wollte ich mir nämlich anschauen, ob ich hier den Sound noch regeln kann. Kann ich. Okay, gut. Das war einfach nur später für mich interessant, beziehungsweise für die nächste Folge, damit ich den Sound anpasse, weil ein paar Punkte sind ein bisschen laut. So, da haben wir wieder eine Kupfertruhe und noch ein Schweinchen. Ich will erstmal die Truhe nehmen. Bevor wir uns um das Schwein kümmern. Dann würde es theoretisch da noch lang gehen. Ist da noch ein großes Schwein? Nee, ja, das ist ein Speicherpunkt. Okay, dann kämpfen wir mal. Kampftutorial, again. Arte verbrauchen den Seelengrad SG. Fällt dein SG auf 0, kannst du zwar noch angreifen, aber wenn du verteidigst, wirst du zurückgeworfen. Ach, okay, wenn es auf 0 ist, kann ich trotzdem angreifen, aber nicht verteidigen. Hey!
Benutze LB zu verteidigen. Verteidigen verringert Schaden der Gegner, aber verbraucht auch viel SG. Ach, es verbraucht auch Seelenkraft. Oder Seelengedöns. Setzt außerdem die Kameraposition zurück, wenn du nicht gerade an einer Wand stehst. Alles klar. Wie kann ich... Ach cool, die sind automatisch dann also analysiert, mehr oder weniger. Alter, das macht so viel Spaß. Dann greif mich einmal an, bitte. Alter, es ist cool. Erfahrungspunkte, okay, da haben wir auch einen Erfahrungsbalken gerade eben unten gesehen, kurz. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ah, SG heißt Seelengrad. Die Verwendung von Arte, wenn du keine SG hast, hat einige nachteilige Effekte. Die Kombogeschwindigkeit ist langsamer und Kombos werden schneller gesprengt. Angriffe werden leichter abgewehrt und abgewehrte Angriffe werden zurückgeworfen, wodurch der Angreifer angreifbar wird. Status-Effekte werden weniger wahrscheinlich verursacht und Heilungsarte stellen weniger KP wieder her. Betäubte Gegner jedoch können nicht abwehren, also kannst du sie ungeachtet deines SG angreifen. Okay, cool. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter, bis wir haben hier einen Speicherpunkt. Und auch hier kann ich nichts machen. Wir müssen hier dann weiter. Gut, wir haben hier einen Speicherpunkt. Trifft sich sehr, sehr gut, denn ich denke, ich werde hier die erste Folge von Tales of Berseria jetzt beenden. Es macht viel Spaß, ist natürlich wie zu Beginn vieler Spiele sehr, sehr viel Input. Muss man erst ein bisschen sortieren alles. Klappt aber ganz gut. Das Kampfsystem gefällt mir wunderbar. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß und ich habe richtig Bock, auf jeden Fall weiterzuspielen. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, würde mich freuen. Ansonsten auch gerne kommentieren. Und das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!